ich dann so vorne? Denk mir ganz ehrlich, meine AfD, warum nicht dann morgen? Ich könnte auch ein Kreuz machen. Vielleicht gewinnen die auch. Und wenn dann irgendwie bei der AfD-Party der Kanzler auftaucht, dann nehme ich meine Gun und meine Kugel wird dann rot. Ey, sie passt zu deinem Kopf irgendwie in deinen Kopf. Ich habe schockschwere Not. Fuck, egal. Aber du weißt, was ich meine. Ich erschieße Frauke Petri, Alter, mit ihren Kreuzbeinen. Und dann noch die Alice von Weidel und Alexander Gauland. Ganz einfach, weil ich diesen Typen nicht kaufen kann, Mann. Das ist halt einfach so. Der Typ scheint unbestechlich zu sein, Alter. Verschwörungstheoreten und die Hater, die hat er am Rhein. Ey, die hat er am Sack. Die nimmt er sich so mit. Und dann raufen alle Leute, ey, Deutschland groß, Deutschland unsere, wir sind das Volk. Denk ich mir ganz ehrlich, Mann, ihr seid doch nur Scheiße. Scheiße. Ja. Weißt du? Ich bin am Chillen und ich kiffe hier meinen Haze. Gib mal bitte Papes. Ich bin immer ein am Drehen. Ey, no, das ist ja, und ich bin positiv, okay. Aber ich sag dann trotzdem immer noch, ey, fick die AfD. Ihr könnt den Mittelfinger sehen. Und ich genieße es manchmal auch im Mittelpunkt zu stehen. Und ihr fragt, wie viel krumme Dinger ich so dreh. Ich sage, 100 krumme Dinger sind okay. Ich hab okay im Dreh schon zweimal gesagt, aber in anderem Kontext. Das heißt, wenn ich einfach auf Songs flex, wird es komplex. Notes sind, ich weiß, dass ich nonstop rap und die Leute die dann einfach mit dem Kopf schütteln, weil es einfach so krass den Kopf flasht. Als ob du ne Bong jetzt einfach in einem vollen Head voll axt. Es ist einfach Notes und ich komm fett in jedem Contest. Auch wenn du gestern gut rappt im Contest, wärst du der Typ, der gegen mich nicht gewonnen hätte. Ich wollte jetzt gar nicht fronten, ey, das ist einfach Notice, ey, ich komm hier einfach noch erst ein bisschen in Fahrt und ich spitte die Bars, die ganzen Rapper sind fake, so wie der dickere Arsch von Nicki Minaj. Ja. Wie machst du das, Mann? Ähnlich, ey, ich mach dir irgendwie eine Aufgabe. Ganz ehrlich, Mann, küss meinen Schwanz, so wie KIZ, Digga, Alter, küss meinen Schwanz. Die Leute haben sich geschafft, sie küssen meinen Schwanz. Okay, ich hab jetzt einmal irgendwie das Gleiche gesagt. Das ist egal, das ist ein Zahn, krasser, dass er tragen werden kann. Okay, kurz mal, das ist okay. Oder irgendwie noch einen kleinen Cut rein. Du weißt doch auch nicht, was ich gerade so tue. Aber ganz ehrlich, Mann, Jing Sons in den neuen Brand Nike Shoes. Das sind die Essential 90s, was anderes werde ich nicht tragen. Rück mir diese Bitches an, in Lederjacken und kurzem Hut, kann ich nur sagen, was für ein Scheiß, sieht doch alle gleich aus. Meine Freundin, die ich nicht hab, Alter, ihr wird anders, ich schwör's drauf. Ah, ja, ich schwöre auf Koran und du weißt, aber irgendwie, ey, Freunde sind zu Hause, ich halte im Cypherkreis. Ey, lass mich ein, ich bring ein dickes Ding, Alter. Rap doch in die Kamera, bis diese Linse springt, Alter. Ich bin halt der Beezy, den sie hier kennen. Alter, mach ein Foto mit der Cam und dann nimm es auf das Video auf. Es ist doch das, was deine Libido braucht, Alter. Riesiger Sound, den wir gerade nur mal liefern, wenn der Sativa sich in Augen niederbrennt, Alter, wieder mal am Rennen. Oh damn, Mann, wie gesagt, es ist am Sprießen. Wir lassen einfach nur Gedankengänge fließen. Jeder von uns hat seinen eigenen Style, seine eigenen Facetten. Gemeinsam am Rappen, gemeinsam entdecken, was hier passiert, ob man wirklich noch weiterkommt, ob man noch expandiert, wenn man einfach in die Cypher kommt. Zack, gebombt, am Mäuerchen, ich bin dabei. Seit wie vielen Monaten? Digga, was geht ab? Ist 3, 4, ich weiß es doch auch nicht. Aber ganz ehrlich, manchmal laufe ich durch die Straßen und nachdenke mir, fuck, wie lange haben wir den Scheiß eigentlich schon gemacht? Es könnten jetzt fast ein ganzes Jahr sein. Ey, wo ist dieser Elmer? Der weiß das bestimmt, Alter. Der hat den Reim dafür, er hat es irgendwie gemacht. Das ist die Old-Kultur. Seit ungefähr einem Jahr treffen wir uns hier uns wöchentlich. Ganz ehrlich, Mann, und du weißt, es bleibt immer fresher Shit. Niemals aufgeschrieben, denn es ist so gerade im Moment, dass du den Freestyle-Rap auch noch erkennst. Wir sind nicht tot, nein, Cologne City, fuck, Mann, es lebt. Am Mäuerchen, jeden Donnerstag, Digga, auf den. Auf den. Mache und mein Ganja hochziehe. Glaub mir, ich bekriege dich nicht wegen diesen paar Lines, denn du kriegst einfach einen Nierenstich mit einem Butterfly. Alter, was fährst du vorbei auf deinem Dreirad? Junge, ich fahre in meinem Daimler. Ja, der Seitenscheitel sitzt, aber das passt einfach so geil zu meinem Porsche-Ledersitz. Also halt die Fresse, du schwitzt, wenn ich dich einfach wegfick. Und ich weiß, dass wenn ich dich wegbette, du nix. Du ziehst an deiner Ziese, wenn ich dich bekriege. Glaub mir, ich fliege auf den Sativa und ich
habe so fette Riegel am Start, so viel dickes Amnesia Hart, also frag mich nicht, wo ich's her habe. Ich habe es von deiner Asservatenkammer, also geh mal weg. Du bist deiner, wenn du auf der Arbeit sitzt und in deinem Polizeiwagen schwitzt, weil wir auf deinen Kuh, auf keine Ahnung, ich bin draußen, ist egal, komm weiter, ciao. Geil. Die machen so Gruppentanzen. Scheiße, erstes Album, die kann ich gar nicht. Ich find's richtig nice. Ich weiß gar nicht, wer das ist, aber Beat und Style. Ich glaube, irgendwie, wie ist der Typ, der hat's mal benutzt. So Pimp in irgendeiner kleinen VBC-Hook. Aber du weißt, ich bin da oben, der mal irgendwie mal wieder reinkommt. Ganz ehrlich, Mann, was geht ab, ey, dass du nicht klein kommst, dass du dich nicht klein kriegst, lässt, so wie ich. Aber ich bin da kein einen Dropkick geben kann. Und du willst mich battlen? Ja, nee, halt's halt echt nicht, denn du bist mehr 1,69. Meine Schwester macht mich 1,69. 64, Bro. Ja. Ey yo, ich dachte, wir machen heute hier alle Mucke. Hallo, ich bin Notice, bin der Neue in der Gruppe. Ich habe ein Problem, ich bin am Kiffen und Lächeln. Nein, ich habe ein Problem, denn ich will immer nur rappen. Ey yo, doch da hier bin ich richtig aufgehoben, denn ich hab immer noch 1000 Strophen. Und ich bin das gewohnt, immer drauf zu smoken. Ey yo, wenn du willst, kannst du bei mir eine Ounce abholen. Ey yo, es ist einfach so, ich bin einfach der Kiffer des Tages. Ey, das ist nur zu diesem Tiss, das kannst du nicht einmal sagen hier auf der Straße, denn ich weiß, hier ist die Kripo ganz nahe. Ich gucke niemanden an, denn dieser Typ ist gerade an der Seite. Ich komm mit dem krassen Themen, ich mach jetzt nur Spaß und danach sage ich Spaß beiseite. Man muss dann ernst bleiben, ey, ich bin wie niemals. Ey, nein, ich weiß, ich bleibe ernst und nenn mich Realkeeper. Ey, yo, so wie ein Realtorwart, ey, yo, denk doch nach. Ich bin Realkeeper wie ein Realtorwart, die beste Bar. Ey, Notice und ich komm und rappe gerade im Repertoire so fette Bars. Ey, denk mal nach, ich bin für mich selbst der General. Nein, ich bin auf eine andere Art, wie eine Alien-Art, weil ich manchmal auf einem anderen Planeten in Ferien war. Ey, yo, ich komm rein, sag wie E.T. Hallo, was geht ab, ey, das ist Notice und das hier war mein Flow, ja. Ich hab's von dem General zusammen mit dir alles absorbiert, alles niedergebrannt, Alter. Digga, er hat in seiner Hand ein Rasenmäher, Mann. Er meldet sie nieder, Gillette, Notiz, Alter. Ich nehm davon mal jetzt Notiz, Alter. Schreib locker einfach mit, gib mir einen Zettel und einen Stift, Alter. Ich mal dir nur das Leben auf, damit du weißt, wie es ist, Alter. Lauter Puffen, das Sativa, zieh die Augenlider tiefer. Mundwinkel rauf, du kennst den Sound. Stundenlang gebaut, hab einfach nur mit diesen Jungs. Deswegen mal ich dir doch einfach deine Welt mal wieder bunt. Gib mir den Farbkasten, grad passend Worte in den Kopf rein. Ja, man sei mal sicher, es muss glatt sein, wie Speckstein. Ich rap ein, wenig länger als die meisten Jungs da draußen. Aber trotzdem haben sie Grund bei mir doch wieder zu bouncen. Nimm dir hart nach oben, wenn du vor der Bühne stehst. Ich weiß doch, dass ich mir doch einfach konsequent dabei die Mütze geb. Dicker Mann, Assad ist auf Feuern. Wer Assad muss auf Besern. Jeden Mann. Ja. Ey, yo, ich hab einfach gerade hier begonnen. Die Flasche kommt zu mir und ich hab Flaschendrehen gewonnen. Nein, denn sie dreht eigentlich in die Richtung der Kamera. Das heißt, die Kamera hat gewonnen mit meinen Hammer-Bars. Ey, yo, das heißt, ich bitte ich in ihre Richtung. Es ist Notice und ich weiß, ich fühle mich wie auf einer Lichtung, weil dann alles um mich herum hell wird, weil ich meine Aura versprüh. Ey, yo, ich weiß, ich rap wie ein Nerd und bin auch dieser Typ, der allen sagt, dass sein Kraut wieder glüht. Ey, das ist Notice und mein Arm Arsch ist meine Bauchspeicheldrüse. Fuck it, Hauptsache ein langsilbiger Reim. Ey, yo, ich weiß, ich bin den ganzen Tag nach Hilfe am Schreien, aber will nicht ins Heim. Nein, ich komm und kille den Vibe. Ey, das ist Notice, ich raste aus und er gibt mir ein Mic. Dann komm ich jetzt einfach in jede Session reingetanzt mit meinen Punches. Es ist einfach Notice, ey, der ganze Scheiß ist nur ein Gedanke. Ey, yo, ich weiß, der Scheiß ist nicht für mich ein kleiner Witz. Nein, ich weiß, jede Reime sind für mich so wie ein Geistesblitz. Weil mich hat irgendwie der Blitz getroffen. Ich bitte trotzdem, ey, das ist Notice, ich bin am Chillen und am Hip und Hoppen. Yo. Ja. Digga, Alter, komm mal klar. Keine Leerzeichen. Semikolons oder Komma da. Ey, ich rap noch weiter auf dem Zeitdach ein Beat. Also Notice, wie sieht's aus? Kurz viel Zeit im Prinzip. Ja, man, hast du Bock, einfach nur ein paar Punchlines raushauen. Ja, man, aus meinem Arsch kommt der Sunshine raus, ja. Ey, yo, ich mach eine Zeile und der Song, der wird fett. Ist es Notice, yo, wir machen's from the front to the back. Oh. Ey, yo, ich weiß, dass ich dir dafür auch sogar einen Grund gebe. From the front to the back, dafür müsste ich mich aber umdrehen. Ja, man, komm ich rein und kehle den Shit, Alter. Will Smith, Digga, we got a jiggy with it, Alter. Lass die Backen wackeln, ist nicht normal. Wir bleiben am Start, Digga, wo ist das Instrumental?
Yeah. Ich fahr nach Berlin und kille den Flair. Du redest von Will Smith, ich mach auf Prince von Bel Air. Nun zu diesem Tiss, ich fliege ab, so wie Meteoren. Denn ich fliege Will Smith, denn ich hab auch die Segelohren. Alter, Digga, du peilst meinen Test. Ich hab in Aachen gewohnt, es war der Wild Wild West. Hey. Ja, man, so sieht's aus, ich bin am Start. Kille edlen Shit, du mehr so gay wie Jaden Smith. Okay, du hast doch mal in Aachen gewohnt. Das hat nur einen Vorteil, du kannst bisschen Gras für mich holen. Bro, ey, yo, du hast doch die Bekannten und so. Ey, das ist Notes. Yo, mach mal Lieferanten klar, Bro. Ja, Mann. Ey, ich weiß, ich bin noch am Start und das so eine Zeit lang. Sie dealten in meinem Hauseingang. Das heißt, ich sah direkt an der Quelle und hab sie abgezapft. Ja, man, sei mal sicher, da dampft man halt nur den krassen Stuff. Ey, yo, das nennt man bei euch Hufflepuff. Warte mal, ich komm jetzt hier rein und ich bin der Typ, der nach Amsterdam fährt. Einfach nur für eine Samstagnacht, wo ich dann Sex mit deiner Mama hab. War nur Spaß. Ja, Mann, ey, guck, wie ich sein Leben interpretiere. Alles, was sagt, Amsterdam kommt zu mir. Digga, ich muss nicht weit weg, guck, wie ich diesen Scheiß einrap, Alter, Digga, und das die ganze Zeit hier. Ey, yo, ich komme einfach wieder wie ein Ganja-Mann hier gerade an. Du leckst an einem Hamsterarsch und hängst das ganze Amsterdam. Amsterdam, fuck it, ich hab mich gerade versprochen, als wäre die Eheanfrage gerade offen. Hey, Digga, Mann, du musst dich einfach besser anziehen. Pull ein Bier, Digga, Alter, willst du mir am Bart ziehen? Adrenalin, wenn wir wieder dabei sind. Alter, lass es einfach raus, guck mal, wie es frei klingt. Ey, yo, die ganze Sache hier kommt an mit Pull ein Bier. Ey, yo, ich exe 17 Pull ein Bier, wenn ich es musste hier. No, zu diesem Tiss, ey, yo, geht es gerade nicht ums Revier. Nein, ich weiß, dass du nach meiner Mucke stirbst. Shit, Mann, Alter, ich hab Hunger, wo sind die Stullen hier? Er sitzt wieder da, Alter, nach 17 Pull ein Bier. Digga, ich glaub, die Bullen sind hier. Ey, yo, ich komme jetzt hier rein und mache einfach keinen Mucks. Ey, yo, ich würde mal sagen, du hast dieselbe Line, die ich benutze, die mit dem Pull ein Bier. Das war jetzt nicht so innovativ und ich bitte mal wieder wie ein Freak, kippe. Ja, Mann, ich bin am Start, wieder astral. Es geht, wird halt mehrfach benutzt, wie das, wofür du im Pascha bezahlst. Ja, Alter, weißt du Bescheid, die meiste Zeit bin heiße Scheiße. Ey, yo, und ich weiß, hier gibt es sogar eine Menge Zeugen. Ich hab seit 4 Jahren dieselbe Freundin. Was für Pascha, ey, was bist du für ein Hempelmann? 4 Jahre dieselbe Freundin, ich bin noch nicht fremd gegangen. Ja, Mann, ich weiß, ich bin am Start und hab doch, was ich brauch. Seit 4 Wochen nach Frau. Wieder mal der Bissinger. Und das ist Glänzen, bling, bling mit dem Ring am Finger. Ey, yo, ich find dich so wie mein Joint scheiße. Ey, yo, weil ich mir und Hip-Hop treu bleibe. Scheiße. 4 Jahre selbe Frau. Okay. Ja, ich will gar nicht besser. Nice. Ja, ja. Ey, ich rap ab jetzt nur noch Texte, okay? Das ist okay für euch alle, oder? Ja, klar, Alter, ganz schön. Nee, mach ihr. Betzen will hier keiner. Du weißt, es sind ungefähr, ich kann nicht zählen, gute Reimer. Betzen will hier keiner. Ich kann nicht zählen, es sind zu viele gute Reimer. Reimer. Nix dagegen, keiner. Es sind zu viele, ich kann nicht zählen, Reimer. Yeah. Und ich komm einfach mal rein, ja. Denn, ey, das ist ein guter Reim, ja. Bin ich auf diese Rot gerade improvisiert zum Kick. Aber ganz ehrlich, Mann, dein Rap ist nicht so der Shit. Du bist ein Wack MC, deswegen kommt dir Widerstand vor. Der Wack MC ist nicht verschont. Ich habe dich, du Hurensohn, und deine Mom schon gebankt. Okay, das ist ein bisschen schwul, aber ist kein Problem, wir sind in Köln, da ist das halt so cool. Geh in die Stafenstraße und nimm mir einen kleinen Jungen mit. Aber nur damit er meine Fußlegen lackiert. Das ist der Shit, der kann das einfach gut, Alter. Hör mir doch mal zu. Da kann man wenige Arbeitskräfte finden, ja, du. Dann nickt er zuversichtlich. Hör auf, Digga, damit wird der Teufel dich holen. Und oben im Himmel kommst du nicht an, da würde Gott dir den Arsch versohlen. Du gehst mir auf den Sack wie Scheiße unter den Sohlen oder die Mucke von Dieter Bohlen. Yeah. Ey, Digga, ich hab keinen Bock auf den Scheiß, weil das mich wirklich von innen nach außen zerreißt. Ich beiß mich ins Mikrofon fest, das wird dein Manifest. Dein Katze, der Laus ist der Best. Und du weißt, du bist im Geschäft. Nein, Mann, das bist du nicht. Und das ist Karte der Laus, Freestyle-Rap-Gedicht. Und das trifft dein Gesicht wie ein Punch von Michael Myers. Ey, nee, Moment, Mann, ich wollte sagen, ich hab dicke Eier und deshalb geh ich gleich nach Hause zu meiner Freundin. Aber rauchst du eine Kippe oder ist da Ort drin? Ich muss mal rauchen oder mal glauben, dass ich eigentlich mal jetzt mal machen sollte. Ein paar Pausen, ich kann nicht mehr reden. Es ist ein Erbeben oder bin ich einfach nur betrunken und in der Heines versunken? Bleib mal, das Heineken war getrunken und zwar auf Ex. Alter, ich flex, nicht mal ein Text. Das kann ich nämlich nicht, Digga, nein, ich kann nicht mehr schreiben. Wenn ich rappe, dann werde ich Rapper entscheiden.
Scheiben schneiden, sie werden leiden, ich werde sie begleiten auf den Pfad des Todes. Alter, weil ich diese Scheiße halt von Tag 1 gewohnt bin, weil ich einfach in der nice Hut gewohnt bin, habe. Nein, Mann, keine Frage, aber ich wollte gerade diese Lage hier für dich gerade verändern, denn ich chill hier gerade nicht mit nur noch Hängern, sondern derben Bängern. Was Hip-Hop angeht, der Kläuser spricht für dich, das letzte Abendgebet und das letzte Abendbrot, das ist der Hip-Hops Tod und du weißt, ich bin dope und du brauchst kein Dope. Nein, mal das in deiner Pfeife, Digga, das ist Crack und ich weiß ganz genau, es hat keinen Zweck, du bleibst wack. Ja, Mann. Ja. Geil, Digga, BC liefert wieder die Dinger. Ich bin ein alter Mann, um mich rum sind elf Jünger. Wenn du Bescheid weißt, Alter, komm ich ja weiter für einen kleinen Moment, einen kleinen Geist. Ja, eins nice, zwei dope. Ja, man, sei mal sicher, ich bin um drei tot. Aber ist egal, Alter, ich bleib heute nicht lang hier. Ich muss morgen früh raus. Ich geh mit Sex schlafen und steh um Sex wieder auf. Ja. Ja, ich geh auf Sex. Wie der 7 Headbanger, es ist egal, es ist dein Hip-Hop und wie ich diesen Beat hier schwänger. Dein Not ist es gegangen, bye bye, du Headbanger. Okay, wie gesagt, ich lauf durch das Tal des Todes, neben mir Notice und irgendwie kickt der Scheiß, wie halt so dope ist. Ich frag mich, ist das wirklich gerade Freestyle-Rap? Oder hat der Typ einfach mal an diesen Text gerappt? Es ist egal, denn die Scheiße bleibt so immer so also, im halt ganz ehrlich, Mann, du weißt, es ist irgendwie so Bill und Kill. Dieser Beat dann, ist auf der Kiste, ins Ohr rein. Hören doch mal an und da weiter deinen kleinen Geist in der Zeit rein, was dich in deine kleine Welt hinein, während ich durch Cologne City cruise und weg ist, sie ist wüstig verfluche, den True School Shit suche, Alter, bist du irgendwie in deiner Dusche. Und ganz ehrlich, Mann, du hast einen Breakdown, denn oben und die Rap-Cypher ist back in town. Also bitte trau dich mal, du Clown, irgendwie zu kommen und ein bisschen was zu fronten. Aber ganz ehrlich, Mann, der Beezy, der gibt dir dann eine Bombe. Yo, ich bin neutral und will Gehate vermeiden, aber hab keine Wahl. Was soll ich machen, wenn ich battle? Ich komm einfach rein und keiner ist auf meinem Level. Das ist wieder Freestyle. Ich wollte Texte kicken, hab ich voll vergessen. Weil ich zu dicht bin, ist egal, Mann. Ich mach halt mein Ding. Glaub mir, in Sachen Rap bin ich der King. So sieht's aus, Bruder. Wie der Dawn sitze ich auf meiner Couch, Bruder. Yeah. Wie sieht's aus bei deiner Frau, Bruder? Ich glaub, die ist gerade irgendwie am Rudern. Sie will zu mir, sie weiß genau, wo ich bin. Ja, Mann, und es stimmt. Wenn ich sie von hinten nimm, dann immer böse. Glaub mir, ich ficke ihre Höhle. Du hast mich reingedrückt, ich hätte Geld drauf gesetzt. Passender Hustler, Schwerbewaffnet mit dem Panzerhorn, denn wir sind Kassler. Merkt ihr meine Worte und wir führen ein Gespräch. Demnächst, wenn man sich auf einmal zufällig begegnet, schau mir in die Augen und ich lese sie von der Seele. Aber das kommt kaum vor, weil die Hut andauernd schläft. Also hör jetzt hin, hör auf Scheiße zu erzählen. Der Harry Tisch mit dem Böhm, ich komme rasch geschwind. So sieht's aus, Jungs. Bombe. Denn der Boy kommt rasch geschwind, Alter, was geht ab? Nicht mal mehr ein Kind, der hat die langen Haare und den Bart nicht abgemacht. So wie ich vor zwei Tagen, dachte ich mir, was geht? Ich brauch mal irgendwie ein Change Mirror, Alter, das auf wen? Den Rasierer genommen, hab gemerkt, er ist nicht aufgeladen, hab mir ein bisschen in die Barthaare geschnitten, Alter, es hat krass genervt. Am nächsten Morgen kam mein Chef zu Aussagen, er sagte, Moritz, du siehst aus wie ein Penner, auf den? Ich sag mir, ey, yo, der Schnäuze, er muss halt da so stehen, der Pornobalken immer wieder da, Digga, auf den? Und ich bin heute so zur Arbeit gegangen, der Chef guckt mich an und sagt, du siehst aus wie ein fucking Penner, Mann. Das zweite Mal, fuck. Das dritte Mal geht's ab, danach krieg ich ein Verfahren und dann geht das ab in den Knast. Dann sagt er mir zu mir, ey, du bist nicht für den Beruf geschaffen. Aber ganz ehrlich, Mann, ganzen Tag Bier trinken und Weed puffen. Leon! Ja. Silben? Komm aber klar und rolle mit Parts, hab doch einfach Bock auf das Grad, deswegen lass es nicht los. Nein, Mann, dicker Mann, die sickeren Flows, bin ich wieder da und hab dir die Worte. Einfach nur der besonderen Sorte, deswegen fahr ich einfach nur weiter fort und ich Porsche. Yo, wieder mal am Start, also wieder der BC, bin ich am Start, Flows, ich genieß sie. Wieder mal dabei und du kennst es jetzt, ja man, sag mal sich, hey, ich hab mich festgesetzt. Freestyle-Rap auf einer anderen Frequenz, dicker Mann, das, wozu du grad dance. Dicker Mann, das, worin du nicht denkst, dicker Mann, das, was dein Kopf sprengt. Bam, bam, weg damit, ja Mann, ich bin da, heftiger Shit. Wieder mal am Start, alle kennst du nicht, ja Mann, ich bin am Blenden, ich guck drauf. Nur wie ich aus mir rausstrahlt, hat man sicher, dass ich wieder mal laut prahl. Einfach nur komplett mit meiner Stone. Ja, man, und deswegen kannst du dich dran gewöhnen. Geflown, hey, ist doch wieder in mir drin, Mann. Und deswegen bin ich am Start, verpasst diesen Worten wieder Sinn, Mann. Alter, Platz halt Blinddarm, da bin ich da mit Skalpell. Ja, Mann. Ganz schnell. Ja, das ist schnell. Wenn sich die Uhr nächste Woche umstellt. Das ist End zu diesem Tisse, yo, ich töte
sagte selbst den König, reiß ihn von seinem Thron, weil sei es jetzt tot. Nun zu diesem Tiss, ich bin sehr versiert mit dem Flow, habe mich gerade irgendwie in der Zeile versprochen, doch Spittern geilere Sachen sind, bin seit drei Epochen mein eigener Meister, cypher einfach weiter, es ist Notice, yo, und ich blicke dann in das Eye of the Tiger. Wenn ihr euch fragt, wo meine Augen gerade hinsehen, no zu diesem Tiss, ey yo, weil ich halt keinen Fick gebe. Nein, als wäre ich im Nonnenkloster und ich droppe es doper, es ist Not zu diesem Tiss, ey yo, ich wollte es dope haben. Yeah. Und danach habe ich einen geraucht und dann vergaß ich meine Lines und dann war ich voll der Lauch, ey yo, fuck it. Aber passiert auch manchmal, ey yo, riskierst du das dann, wenn du viel zu viel konsumierst vom Ganja? No zum Tiss, ey yo, meine Reime sind komplex, es ist einfach so und ich habe jetzt hier keinerlei Kontext, aber ich mach weiter und hab meistens ein Budweiser, aber jetzt gerade leider gerade kein Star. Ey yo, es Not ist und ich hätte gerne Whisky Bottle. Ey nein, ich bin auch zufrieden mit dieser Tisky Flasche. Yeah. Ey yo, es Not ist und ihr merkt, dass ich hier den Hip-Hop mache, yo, und ich weiß, dass ich einfach was zum Nicken schaffe. Ja. Sieht's aus, heute trink ich lieber Tisky, dann trink ich Whisky, werd ich zum rappenden Grizzly. Ja man, du weißt, was ich meine, wenn meine Reime fliegen, und du solltest die Scheiße endlich genießen, denn ich will mit meinen Reimen lieber in deine Richtung schießen, und deshalb sollte das Blues fließen. Nein man, ich bin der Typ, der dich Blues nicht wie den Blues verwechselt. Alter, ich bin der Typ, der einfach Wack MCs häckselt, und das mit seiner Fresse, weil ich Wack MCs gerne nach der Cypher wieder vergesse. Aber hier sind nur Truths, Rap MCs, die ist einfach nur gut, meinen den Reim und sie wissen, es sollte so anfangen, ey, das ist der Anfang, es ist Hip-Hops Andrang. Ja man, es ist immer noch so wie früher, ich öffne Wack MCs, sogar zum Keller die Tür, ey, und danach werde ich sie in Scheiben schneiden, sie werden leiden, denn ich werde sie zum Tode begleiten, ja, das hatte ich eben schon, scheiße, bin ich gewohnt, ja man, ich werde dich klonen, um dich dreimal zu töten, ey, meine Klöten werden dann in der Leiche von dir. Das war zu krass, das gibt zwar ganz gut. Perfekte Stelle, oder? Was sollst du sagen? Wenn ich Mucke geht von irgendwelchen kleinen Pfeifen, buff ich lieber einen Spliff und verplemper die Zeit beim Scheißen, kann ich mir vorstellen. Nee, warte, Scheiße, fuck. Wie ging der nochmal? Bevor ich mir billig Mucke gebe von irgendwelchen kleinen Pfeifen, ruf ich lieber ans Blöffen, verplempern die Zeit beim Scheißen. Kann mir nicht vorstellen, wie man dich so hässlich entwickeln kann, wie ein dicker Pickel, den man nicht mehr zerdrücken kann. Du Brückling, Mann, kommst wie so wie Frodo Brückling an. Irgendwann krüppelt ein buckliger Boss mit Online. Aufgepasst, denn ihr Pisser wisst nicht, was ich mit mir bring. Rap voll Kontakt, scharf geschliffen wie rasiert klingt. Dann wollte seine Beute jagen und grad mittendrin ist. Dann hole Bernie, man hofft, du blasen, so wie bei Menace. Und wenn es überhaupt ein Weg gibt, von dieser Beste zu fliehen, es ist reine Glückssache, also betet auf Knien. Ich bin dick wie Buzz Banzer und brauch kein was zu beweisen, aber du merkst schon selber, du kannst mir das Wasser nicht reichen, du hast nicht die Reifen und bist es eigentlich gar nicht wert, so von mir gedisst zu werden, Bruder, ich hoffe, es war die Hand. Yeah. Alter, Dreck. Ein paar Lyrics. Ey yo, sonst wäre ich jetzt schon seit der Session am Start, seit circa einem Jahr, und jetzt kommt jetzt der nächste Beat. Ich warte kurz, mach auf Melodie. Purple Dreams, MT, während ich dann hier den Scratch genieß. Und ich weiß, danach fließt dann hier die Energie. Und ich weiß, der Rap ist wie eine Therapie. Yes. So ist das Leben, ich sage c'est la vie. Und Nace weiß Bescheid, was ich für ein Reim kick. No zu diesem Tiss, ey, spitz mal besser deinen Bleistift. Weil ey yo, du könntest dann auch als mein Backup arbeiten. Ey, das ist Notice und ich rapp dann paar Zeilen, bevor die anderen Rapper verzweifeln. Ich check dann die Scheiße ab, es ist Notice und du kannst das nicht mit deinen Texten vergleichen. Denn es ist so wie eine gedankliche, beträchtliche Reise. Und das sind keine heftigen Preise, nein, denn ich komm einfach rein. Du weißt, dass du Destiny's Child willst, während ich im Backstage-Bereich chill. Yo, fuck it. Ey yo, der Reim, der war ein bisschen zu verdreht. Es ist Note zu diesem Tiss, ey yo, deshalb kiff ich halt mein Haze. Das heißt, gib mir ein paar Papes und ich weiß, ich hab den ganzen Shit, den ich mit hatte, bitte schon verdreht. Fuck it, yo, ich komm nicht auf mich selber klar. Ey yo, das findest du raus, wenn du meine Eltern fragst. Aha. Denk mal nach, ey yo, die waren nicht beim Elternsprechtag. Nein, ich komm und verwechselte und vergesse den Tag. Ballen. Deshalb kam da keiner hin. Ja, das heißt, dass ich diese Punchlines mit mir bring. Ich mach das aus Instinkt. Ey yo, und danach sag ich nur noch, pass mal deinen Drink. Ich mein, pass mal auf den Drink auf, den du gerade hattest, gerade in deiner Hand, gerade drin. Fuck it. Ey yo, grammatikalisch macht das Sinn, aber alles andere ist Schwachsinn, was ich gerade hier noch bring. Fuck. Yeah, sir.
Denn es geht darum, zu sich zu passen, sondern einfach auszulassen, was sie in der Steck deswegen machen, wie aus jedem instrumentalen Sick and Track. Ja, man spitten jetzt, ist angesagt, den ganzen Tag eine Hammerfahrt. Dicker Mann, ich bin doch einfach angesagt, unter den Jungs, unter der Kunst, wieder mal gegen die Vernunft. Alter, bis die Lippen in Sprung bekommt, wie die Tassen in dem Kopf drin. Digga, ich lass alles wieder steigen, wie ein Korkring. Ich bin am Bockspringen, meistens in der Gegend, Mann. Deswegen mach ich einfach weiter und das mein Leben lang. Denn wir regeln das, wir hegen das. Coole Scheiße, Digga, Mann, wir regeln das, wir regeln das. Coole Scheiße, Mann, wir hegen das, wir regeln das. Cool ist das Niveau, Digga, komm, wir heben das. Yeah. Wir hegen das. Hegen das. Jetzt sind wir anders aus, Digga, der hat das Leben schwerer als ich. Ich als großer blonder deutscher Mann mit blauen Augen. Ja, Mann, guck mal, was ich hier so kann, denk ich mir. Ich hab zwar keine Seele, trotzdem kann ich rappen. Du machst dich in der Cypher nur krass, dann zu deinem Rappen mit deinem großen Polunder und deinem BWL-Studium. Ganz ehrlich, Mann, damit kommst du vielleicht gut über die Runden, Jungen. Aber ganz ehrlich, ich bin doch Labor hier mit meinen Jungs, trinke Bier und mache irgendwie so was. Ach ja, Dichtkunst. Aha, ja, Mann. Und das ist die Dichtung, die ich dir reinschiebe. Alter, du bist nur Wack MC und eine miese, krasse Brise weht über deinen ganzen Strand, den du dir gekauft hast, weil du hast ja die Kohle, ja du kannst, ah cool, ja und du hast ja die Ferien verbracht mit deinen Eltern auf Sylt, Alter, hast du krass gemacht, ja und deine Freundin, nee, die finde ich nicht so heiß, aber du kaufst jeden Tag Louis Vuitton, mein Digga, du weißt, ist doch cool, ja du hast ein cooles Leben und so, erzähl mir mehr davon, erzähl mir mehr, Bro, bitte, sag's doch mal, ich hab's nicht gehört, ach, du hast jetzt 100.000 Euro, ja, okay, cool. Ich lebe mit 30 Euro am Ende des Monats. Und du weißt, ich bringe trotzdem krasse Tokers. Ey, und wann's in meinem BMW? Du weißt, ach nee, ist ja ein Bullenwagen. Digga, ich laber halt nur Scheiß. Ja, krasser Storytelling, Alter. Der hat richtig Storytelling gemacht, Bruder. Fighter zock ich Blanca und sing Ola Paloma Blanca. Ja, Blanca. Scheiße. Kannst du ja noch rumkommen. Du weißt. Ja. Es sind doch immer nur die Jungs, die im Untergrund blieben. Du kannst mal rumkommen zum Rumkriegen. Fieken. Fieken. Oder rumleben. Ja, Mann, das ist für die Aussage stehen. Yeah. Wofür die Aussage steht, ganz ehrlich, man, die Aussage bleibt und ist, Digga, auf den, ah, yo. Das Wort hab ich gelernt von diesem Typen, der so viel gegangen, denn er rauchte viel zu viele Tüten, ah. Sein Name ist Alter Reno auf den, da hab ich ihn auch eingespeichert, Alter. Digga, du kannst es sehen in meinem Handy. Neben den ganzen Tinder-Matches, ja, ich nenn sie nicht mehr Tinder, 1, 2, 3, bla bla. Ich nenn sie mittlerweile sogar mal beim Namen abgeklärt. Frauen zu respektieren, hab mich davon entfernt. Die ganzen Bitches immer Bitches oder Bitches zu nennen. Ganz ehrlich, Mann, deswegen bin ich jeden Tag Bitches am Bang. Ich hab schon wieder gesagt, es tut mir einfach mega leid. Sorry, Tim, Alter, es ist eine Sucht und ich bin dafür nicht bereit, mit dem Scheiß aufzuhören oder Weed rauchen. Ganz ehrlich, Mann, ich geh mir jetzt nochmal. Sorry, ich muss nur Ticket ruft an 10er kaufen. Plan, was ich sage. Donnerstags wird die Cypher hier zur Straßenblockade. Keiner kommt mehr vorbei. Ich steige ein und der Beat sagt ciao, aber ich sag, ey, bleib mal dabei. Yeah. Ist nur ein bisschen leiser geworden, ey, scheiß auf die Sorgen, denn die kann ich auch weiter morgen überdenken. Ah, lieber wieder was lenken in dieser Cypher. Denk immer weiter, beschränk mich immer ein Gang. Oder gebe ich auch dem anderen das Wort, ey. Das ist Freestyle Shit und kein Kampfsport. Also will ich lieber eine Message kicken statt dein Kopf. Komm ans Mike und Mike, was bitte Schrott. Aber ist egal, denn ich hab dabei auch Bock. Und ja, ab und zu da bin ich am Start. Und seh ich nen Kopf, hab ich meistens Paranoia. Aber ab und zu da wird das ziemlich teuer. Aber heute ist ein lässiger Typ da. Deshalb kann man Vorteile auch mal durchbrechen in der Session. Ey, ja. Ich würd mich selber unterbrechen und das Mike jetzt gerne pesten an den nächsten in der Session. Hey. Ja, Alter. Ich höre nicht auf, Digga, ich hab doch einfach Bock und chill mal wieder in Dubrovnik und Lok rum. Häng doch einfach nur auf den Inseln aus. Ja, Mann, deswegen kriegst du einfach nur den gepinselnden Sound. Das ist Artistik-Shit. Ja, Mann, sag mal sicher, dass wenn ich das kick, es richtig kick. Du kriegst es mit. Rausgecheckt, was in dem Rap drin steckt und deswegen klingt es perfekt. Einfach nur noch rein auf Polier, shit. Dicker Mann, ich bleib doch hier, Bier. Trink an ein Papier, shit, yeah. Dicker Mann mit Notes, oh shit. Wir bleiben einfach locker dabei, deswegen bin ich aus Speyer, Alter, rocke den Style. Hab doch wieder so viele mit drin, was du nicht glaubst und deswegen geh ich einfach mit der Stimme rauf und runter. Unverwundbar, wieder mal da, deswegen bin ich am Start, wie sie gelaber. Hab doch einfach Wortwahl, komplett parat und ich fahr, wie gesagt, freihändig Fahrrad. Aber gegen den Wind mit Rücken zur Wand, ja, man sei mir sicher, dass ich einfach nur das Bier in der Hand behalte. Die ganze Zeit. Ja, man, das ist halt der kranke Scheiß, ja.
Hey, und da steige ich ein. Noch zu dem Tisch, ich komm vorbei und bin high. Einfach so, ja, ich reif mir das Mic. Und die Leute fragen, bist du meistens so leid? Ja, ich bin immer so, ich komm mit dem Killer-Flow. Die Leute sagen, ey, das bin ich nicht gewohnt. Und ich sage, ey, das kann schon passieren. Mir egal, weil ich werde das Ganze konsumieren. Ja, das können die anderen kapieren. Mir ist es egal, ich hab die Banknoten bei dir. Weil ich hab einfach selber kein Cash. Ey, zu dem Z, denn ich rap halt perfekt. Ja, das ist einfach technisch komplex. Und die Leute, die fragen, ist das echt gar kein Text? Nein, es ist nicht, es ist Freestyle. Es ist einfach nur das, denn ich komme auf den Weg. Und sie fragen, ist das so geschrieben? Nein, denn ich komme einfach wieder rein. Sie fragen, ist das eine Niederlage, wenn ich sie einfach niederschlage? Wenn ich einfach diese Bars einfach wieder habe? Ja, und es kommt dann einfach so wie Dienstagabend. Obwohl wir Donnerstagabend einfach an diesem Abend hier jetzt haben. Ich komme jetzt rein, komplexe Lines, ey, schon fetter Style. Aber ich hab das ist alles kombiniert. No to dem Tiss, ey, du kannst es noch, kannst mich nominieren. Einfach für die Number One und den ersten Platz. Ja, denn ich kriege selber einen Herzinfarkt, während ich gerade diese Verse mache. Und dann ist die Break komisch, ey, aber das geht. Notice, kommt dann einfach, weil der Flow sitzt. Alle fragen, ist es für den Showbiz nicht ein bisschen zu krass? Ja, ich bitte noch was und ich habe viele Menge Hip-Hop gemacht. Ja, habe danach meine Silben gezählt, ey, das ist Note zu dem Tiss. Und ich kiffe und dreh einfach eine Menge von Papes mit THC. Ey, sie fragen, ey, gibt's ein gewisses Problem? Ich sag nein, denn ich hab die Kopfschmerzen, allerhöchstens wenn ich mal die Cops nerven. Aber der Kopf, den wir hier haben, ist korrekt. Es ist einfach Notice und es gibt einfach ein Doppel-Z. In meinem Namen und keine Gnade, denn ich weiß, ich brauch einen Leichenwagen, wenn ich Feinde habe. Aber weitermachen kann ich einfach jetzt auf diesem Reim hier starten. Und ich weiß, ich hab einfach nur keine Gnade, denn für mich sind die meisten nur kleine Maden. Ey, ey. Und ich weiß, der Beat, der passt dir, das ist Notice. Ihr merkt nicht, dass ich Freestyle mach, denn ihr denkt, das ist einfach ein Text. Aber wer hat denn ihn verpasst? Ich wiederhol das niemals. Das ist einfach viel zu krass. Ich hab es einfach Freistil gemacht und das Beispiel geschafft. Es ist Notice zu dem Tiss. Ich hab weitergemacht und die Stage einfach hier in der Cypher gerockt. Ja. Ja, 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 ja. Wieder mal verzettelt, stecke einfach Rap auf das nächste Level. Alter, Dicke, Mann, ich checke einfach nur, worum es geht, wenn ich die Worte da hab. Ja, Mann, und deswegen bleib ich breit wie ein Parkplatz. Wieder mal am Start, hab Digga am Mäuerchen. Dicke, Mann, die Leute sind noch einfach auf Freude, denn heute geht einfach das, was du nicht kennst. Und deswegen bin ich am Start, guck mal, ich brenn. Einfach nur lädt wie das Zeichen bei WhatsApp. Ja, Mann, sei mal sicher, dass ich dich grad wegsetz. Wegfetz, Alter, aus dem Fenster. Ja, Mann, sei mal sicher, hey, du bist sicher kein Gangster. Alle kompetente, gute Jungs hier. Und deswegen sind wir am Start, Little 4-4 ist die Zeit, wenn ich dann heimgehe, Digga, und eindreh. Ja, man, sei mal sicher, ich geh weiter, bleib nie stehen, Alter, kein Problem. Bin noch am Start, so souverän, es scheint mir gut zu gehen, es scheint dir Blut zu nehmen. Digga, man, du wirst gleich hier weiter, doch weiterhin. Deswegen bleib ich einfach nur der Cypher King in dieser Cypher dringen und ich bleib im Swing. Ja, weiterhin, Sching. Zieh rein, ich brauch kein Swimmingpool. Höchstens den Song von Kendrick Lamar. Ich komm mit den heftigsten Bars und ich denk nicht mal nach, man. Ey yo, ihr denkt, das wär ein verschwendeter Part. Aber ich weiß, ich hab das nicht erst so seit gestern gemacht, nein. Ey yo, das habt ihr nie gesehen, hab ich damals gesagt. Wie Eminems Bart, doch jetzt seit gestern hat er echt mal einen Bart. Und das heißt, er hat reagiert auf meine fettere Bar. Und ich denk drüber nach, ob ich dann vielleicht, wenn ich noch mehr Scheiße baue, in Gefängnissen war. Aber ich weiß, ich hab's in der DNA. Da kommen wir zurück zu Kendrick Lamar. Ey yo, der hat doch diesen Song irgendwann letztens gemacht. Ich weiß nicht ganz genau, wann das war, aber das ist nicht wie beim Wandertag. Ich komm mit den Hammerbars, beweg mich nicht im Hamsterrad. Zwischen Januar irgendwann, da war ich doch mal irgendwie in Amsterdam, weil meine Perle hatte da Geburtstag, ja, an einem Tag, den sag ich grad nicht, damit ihr sie nicht einfach abcheckt, Mann. Ey yo, das Notice und ich mach danach auf Saruman, denn ich komm mit einem Zauberumhang oder einem Tarnumhang. Denn ich bin dieser Typ, der auch fucking Magie kann. Ich bin dieser Typ, der damals sogar aus Hogwarts kam. Ey yo, auf Gleis 9¾, ey, ich komm jetzt einfach rein und ich bin meist high auf Purple. Aber nur wenn mein scheiß Dealer das noch hat. Es ist nur zu diesem Tiss, ich hab das Freestyle hier gemacht und danach hab ich in die Linse was gequatscht. Ey yo, die ganzen Leute haben es einfach noch nicht mal so verfasst, wie ich es innerlich gedacht hab. Das ist noch viel krasser. Es ist Notice, bei mir fließen Reime, als wär's Wasser. Yo, und ich weiß, ich hab einfach noch gar kein End, aber ich mach auf Bruce Lee, be like water, mein friend. So muss es einfach sein, ich komm mal rein und zerstöre mit Leichtigkeit deinen Cypher-Kreis, wie ich den Scheiß zerreiß. Ich bin dann einfach oben, nur Widerstand, wie ich Wack MCs nicht verschonen. Ey yo, krasse Stars fahren hinten oder fahren selber. Ganz ehrlich, Mann, es ist oben. The Wackness up, hey, verballt Gelder wie Sand am Meer, damit ich nicht wieder Bahn fähr und nie wieder einsam wär. Nee, da färbe ich jetzt hin und die ganzen Bitches kommen dann so rum. Und irgendwie fick ich die ganzen Bitches, fick mich selber dumm. Es fickt meinen Kopf und ich habe keinen Platz dafür. Und du weißt, Mann, ich
sprühe mich einmal Doku-Tür. Es ist egal, ich wollte eigentlich auf deine Line Bezug nehmen. Aber irgendwie habe ich mich in meinem Freestyle verrannt auf den. Ey, yo, ich denke mir auch gerne, dass ich einen Beef aus Rockwards bekomme und irgendwie dann Stobby im Schrank einsperre und die Bombe irgendwie geht dann hoch. So wie die Torte im zweiten Teil, ganz ehrlich. Und dann war dieses Bewerbungsgespräch dabei. Und dann dachte ich mir, ey, es ist entbehrlich, dass dieser fette Typ nicht einfach mal stirbt. Harry Potter ist doch der Shit, Mann. Hast du es irgendwie Zauber gewirkt? Und er kämpft jedes Jahr gegen Lord Voldemort, aber ist zu Hause und das nennt man häusliche Gewalt vor Ort. Ja, und dann komme ich rein mit dem Bullen BMW. Dann steht der Harry Potter und Onkel Vernon auf den. Sie machen irgendwie großen Stress und sagen, der hat mich geschlagen. Dann ziehe ich meinen Gun und treffe nice Aussagen. Zack, zack, nach Paragraphen geht's dann bam, bam, bang. Und dann habe ich Harry Potter von so einer Scheiße gedämmt. Und dann hat der Typ gar nicht mehr gegen irgendwie Voldemort gebattelt. Weil ganz ehrlich, Mann, er hat keinen Kick mehr angezettelt mit dem Scheiß. Es war irgendwie nicht mehr dazu. Es kam mit dem siebten Buch. J.K. Rowling war arbeitslos, hör mir zu. Yo, yo, die Mike Cam ist krass in mein Gesicht. Ich bin jetzt weit weg. Ich bin viel zu dicht. Shit. Oh nun, Alter.